Nvidia setzt die Märkte erneut in Euphorie und die Fed liefert einen Zinshammer. Das sind die beiden heutigen großen Themen. Zunächst zu Nvidia. Die Zahlen waren natürlich über der vorher gesenkten oder zu tiefen Erwartungen. Die Wall Street hat ja als Volkssport, senke die Erwartungen vor den Zahlen für Unternehmen, damit du dann auf jeden Fall drüber kommst. Deswegen haben wir immer so knapp 80% in jeder Berichtssaison, dass die Unternehmen überraschenderweise übertreffen. Das ist natürlich Bullshit, würde man die ganze Geschichte realistischer einschätzen, hätte man wahrscheinlich so ein 50-50-Spiel, Hälfte übertrifft, die Hälfte tut das nicht. Also wir sehen da schon diese Übertreffraten sozusagen, zeigen schon an, was da eigentlich gespielt wird. Interessant sind deswegen immer die Flüsterschätzungen und Nvidia bewegt sich ziemlich genau innerhalb dieser Flüsterschätzung, die sozusagen inoffiziell an der Wall Street kursierte. Das ist das eine. Und dann haben wir gesehen, dass das offenkundig erstmal als enttäuschend wahrgenommen wurde, aber dann hat Nvidia ganz tief in die Tasche oder in den Hut gegriffen und das Kaninchen hervorgeholt, das heißt Aktiensplit. Also die Aktie wird geteilt, damit wird sie optisch günstiger und das ist immer ein Rezept, um Kurse nach oben zu treiben. Aber die Fed war auch etwas, was sehr bedenkenswert ist. Dazu gleich mehr. Fangen wir erstmal mit Nvidia an. Hier sehen wir natürlich bessere Revenue, man hat das um gut 1 Milliarde übertroffen, 26 Milliarden Dollar. Was entscheidend ist, sind immer die Datacenter-Umsätze, 22,6 statt 21,13 erwartet. Wir sahen und sehen, dass Nvidia ja mehr wert ist als alle anderen Konzerne hier in diesem Sektor zusammen, als Intel, Qualcomm, AMD, ASML und vor allem TSMC. Was würde denn eigentlich passieren, wenn TSMC ausfallen würde, etwa weil die Chinesen sagen, Taiwan, das ist jetzt doch wieder chinesisch, gell? Da müssen wir mal einmarschieren. Es gab ja den Bericht neulich, dass dann sozusagen diese Anlagen zerstört würden oder so Mechanismen entwickelt wurden, damit die Chinesen da keinen Zugriff haben. Aber so oder so, die Nvidia-Geschichte hängt natürlich an TSMC. Wenn die ausfallen, dann würden jetzt ungefähr 2,4 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung doch in der Luft hängen. Schauen wir uns mal an, wie die Aktie reagiert hat. Erstmal enttäuscht eben. Hat nicht lange gedauert. Wir sind erstmal runter auf, wo sind wir gewesen? Also sind erstmal auf 918 Dollar runter. Wir waren ja so 946 um und bei vor den Zahlen. Und dann dieser deutliche Anstieg, der hat dann letztendlich 200 Milliarden Dollar Unterschied gemacht für Nvidia. Immerhin, die hat ja über 1 Milliarde Dollar mehr Umsatz gemacht als erwartet. Da kannst du dann schon auch mal dich mehr als 200 Milliarden Dollar bewegen nachbörslich. Das zeigt schon diese Dimensionen. Insgesamt jetzt über 2,4 Billionen an Marktkapitalisierung, vor allem weil Nvidia eben mit diesem Aktiensplit 10:1 die Aktie vergünstigt und weil der gute Mann natürlich wieder sehr oft KI gesagt hat. Da hat er zum Beispiel gesagt, also wir kriegen mehr Nachfrage, als wir überhaupt liefern können und das dürfte ins nächste Jahr weitergehen, so Wang in dem Call und dann auch der Satz von einer neuen industriellen Revolution. Also man sieht, der KI-Prophet, der Schaufelverkäufer, erzählt den Leuten im Goldrausch, wie cool die Goldsuche ist und dass unbedingt alle reich werden. Er hatte ja immer wieder gesagt, ja, diese ganzen Softwareunternehmen, die sitzen ja auf Goldgruben und wenn sie Nvidia-Produkte nutzen, dann werden sie alle reich. Also er ist ein sehr guter Vertriebler, da haben wir gar keine Zweifel dran. Die Aktie 1007 nachbörslich dann geschlossen, also über die 1000er Marke. Wir haben jetzt im Jahr 2024 einen Umsatz von 60 Milliarden. Nehmen wir mal den von gestern, 26 Milliarden, würden das mal 4 multiplizieren, also auf ein Jahr. Gehen wir also um und bei 100 Milliarden Dollar raus, bei einer Marktkapitalisierung von 3,4 Billionen Dollar müsste also Nvidia mal derzeitiger Stand 34 Jahre solche Umsätze bringen, jenseits von Kosten, um diese Bewertung zu rechtfertigen. However, klar ist, die Schaufelverkäufer sind es, die hier attraktiv sind in diesem Segment und wahrscheinlich eben jetzt die
Lieferanten von Strom für diese Datacenter, die verzweifelten Goldsucher bauen, in der Hoffnung, endlich Geld zu verdienen. Ich hatte gestern klar mal aufgezeigt, dass das bisher nicht der Fall ist. 3 Milliarden Umsatz mit KI, 50 Milliarden Dollar Investitionen in KI. Diese Rechnung geht nicht auf. Und der KI-Chef von Meta hat jetzt gesagt, dass solche Sprachmodelle wie ChatGPT would never achieve the ability to reason and plan like humans. Also sie sind nicht in der Lage sozusagen zu planen, sind nicht in der Lage sozusagen bestimmte Strukturen zu erkennen, die über Mustererkennungen, die sozusagen in der menschlichen Evolution entstanden sind, funktioniert. Wenn man so will, gibt es gar keine künstliche Intelligenz, es gibt maschinelles Lernen, könnte man besser sagen, aber eben keine wirkliche Intelligenz. Es sind Abfragen von Datenbanken, diese Prozesse werden optimiert, deswegen maschinelles Lernen, aber eben weniger KI. Und deswegen sagt er, sind diese ganzen Geschichten intrinsisch unsicher, intrinsically unsafe. Interessante Aussage, das klingt ein bisschen anders als das, was uns Mr. Wang von Nvidia versuchte zu erzählen. Kommen wir zur FED, meine Damen und Herren. Und das war schon eine Überraschung. Wir haben ja jetzt in letzter Zeit gehört von FED-Mitgliedern, naja, also die Zinsen, die werden wir absehbar jetzt erstmal nicht senken, dafür ist die Inflation zu hoch. Okay, hatte man also nicht viel erwarten können eigentlich für das FED-Protokoll aus der Sitzung 30. April, 1. Mai. Aber das war ziemlich hawkisch. Man verweist hier auf enttäuschende Inflationswerte im ersten Quartal, also die ersten 3 Monate, die waren ja allesamt über der Erwartung. Aber das wirklich Interessante sind vor allem 2 Dinge. Erstens, einige Mitglieder, so heißt es, various members, das heißt verschiedene, zahlreiche. Das heißt, selbst wenn das eine Minderheit sein sollte, ist es eine große Minderheit, also eine relevante Gruppe innerhalb der Fed, schließt weitere Zinsanhebungen nicht aus oder spricht sich sogar dafür aus, wenn die Inflation nicht nach unten kommt. Und a number of participants, das ist dann eher ein Synonym oder eine Umschreibung für nicht die Mehrheit, schon eher eine Minderheit. A number of ist weniger als various in diesem Notenbanker-Sprechspektrum, dass die Finanzkonditionen zu locker seien und eben hier der Zweifel, dass die Geldpolitik restriktiv ist. Das ist in der Summe sehr, sehr hawkisch, weil man sagt, erstens, diese Zinsanhebungen, die wir gemacht haben, die bringen gar nichts. Zweitens, wir sehen, dass die Inflation nicht wirklich fällt und wir deswegen die Zinsen erstmal nicht senken können. Deswegen müssen wir die Zinsen länger oben lassen, vielleicht sogar weiter anheben. Genau das hatte Paul ja letztendlich zurückgewiesen kürzlich. Und die Frage ist, naja, was repräsentiert Paul eigentlich innerhalb der Fed? Ist er wirklich die Mehrheitsmeinung oder ist er eher in der Minderheit? Eins ist klar, er wird die Zinsen nicht senken, wenn er eine relevante Gruppe an Leuten innerhalb des FOMC hat, also des Offenmarktausschusses, der über die Zinssetzung entscheidet, die dagegen sind. Und es gibt einige dagegen. Deswegen wird Paul das nicht machen können. Hier zum Beispiel a number noted risk financial conditions were too easy. Also die Finanzkonditionen sind zu locker. Und siehe da, das zeigt ja diese Grafik. Hier sehen wir mal diese Finanzkonditionen. Die sind anfangs mit den Zinsanhebungen rigider geworden, dann aber änderte sich das. Jetzt sind die so locker oder sogar lockerer teilweise als zu dem Zeitpunkt, wo die Fed die Zinsen noch auf Null hatte. Mit anderen Worten, die gesamten Zinsanhebungen durch die Fed sind komplett verpufft. Letztendlich in ihrer Wirkung zumindest, was die Finanzkondition betrifft, das setzt sich aus Aktienkursen zusammen, das setzt sich daraus zusammen, wie leicht es ist, einen Kredit zu bekommen, die High-Yield-Spreads, also wie stark sind die Risikoprämien in Relation von Junk-Bonds zu zum Beispiel sicheren Papieren, wie in Anführungszeichen US-Staatsanleihen. Also das ist das Problem. Gestern, kurz vor der Sitzung vor der Veröffentlichung des Protokolls der Fed, hatte schon der Goldman Sachs-Chef Solomon gesagt, also er sieht gar keine Zinssenkung bis Jahresende. Das hat die Märkte so ein bisschen beeindruckt. Was? Immerhin, Goldman Sachs ja jetzt nicht ein Nobody an der Wall Street. Die sehen also jetzt keine Zinssenkung mehr. Und das alles so ein Stück weit in Reaktion auch auf die Aussagen von Waller, der gesagt hatte, also wir brauchen zahlreiche Monate, um erstmal hier zu sagen, wir könnten vielleicht die
Zinsen senken. Jedenfalls haben wir gesehen, die Rate Cut Expectations sind nach unten gegangen, deswegen auch die Märkte ein bisschen verschnupft. Dann versucht ein Analysehaus wie David Russell das Ganze so ein bisschen zu relativieren. Also die Inflation habe sich ja seitdem verbessert und der Ölpreis sei nach unten gekommen. Naja, wir hatten jetzt eben eine Inflation, die nur in Anführungszeichen 0,3 statt 0,4% zum Vormonat gestiegen ist. Die Ölpreise sind gefallen, das ist richtig, aber die Benzinpreise in den USA sind nicht gefallen. Und das ist ja das relevante Kriterium in Relation zum Ölpreis. Also wir sehen, die Märkte sind ja davon ausgegangen, dass im September die Zinsen sinken werden. Das dürfte sich jetzt immer weiter nach hinten verschieben. Möglicherweise gar keine Zinssenkung mehr, eben weil die Inflationsdaten zuletzt weitgehend auf der Oberseite überrascht haben, während die Wachstumsdaten auf der Unterseite enttäuscht haben. Das alles konträr eben zur Entwicklung der Aktienmärkte, die sich über diese schwache Wirtschaft eben tendenziell freuen, weil sie sagen, ja, dann können die Zinsen sinken. Aber wir haben jetzt interessanterweise, weil eben die Zinssenkungserwartungen gefallen sind, eine deutliche Korrektur gesehen bei Rohstoffen. Kupfer gestern mit dem schwächsten Tag seit März 2020 um und bei 6% unter Druck. Eher viele Long-Positionen am Start, spekulative Long-Positionen, die in diese Rallye auf das Allzeithoch mit reingesprungen sind. Wir sehen Gold mit einer unschönen bärischen Divergenz im RSI oben, deutlich jetzt wieder unter 2400 Dollar, ist auch Silber doch deutlich unter dem Stand von über 32 Dollar, den er erreicht hatte. Also wir sehen, dass hier sozusagen Risk-Off ein Stück weit der Fall ist. Achten Sie jetzt auf den Dollar. Der war ja in einer solchen fallenden Wedge, die normalerweise einen Ausbruch nach oben ankündigt. Und hier sehen wir nochmal diesen Economic and Inflation Surprise Index mit Stagflation, also Stagflation. Das ist wahrscheinlich genau das Thema, der Economic Surprise Index auf dem tiefsten Stand seit 5 Jahren. Und dass da etwas kommen wird in Sachen Abschwächung der Wirtschaft, das scheint mir relativ klar. Es gibt so viele Hinweise darauf. Einer ist eben die invertierte Zinskurve, die jetzt seit fast 600 Tagen invertiert ist. Das gab es nur einmal in den 1920er Jahren. Jetzt sagen ja viele, ja, das habe doch keine Aussagekraft, diese invertierten Zinskurven. Diesmal ist alles anders. Nein, diesmal wird es nicht anders sein. Und hier mal zwei Dinge, die das ein bisschen nahelegen. Wir sehen den S&P 500 auf Allzeithoch, steigt weiter, aber der Housing Index kommt immer weiter nach unten. Solche Divergenzen zeigen, dass da ein Problem schon unter der Oberfläche köchelt, was sozusagen an den Aktienmärkten oder bei den Indizes noch nicht wirklich angekommen ist. Anderes Beispiel, Dow Jones und Dow Jones Transports, die Transportwerte weit entfernt von ihren Allzeithochs, anders als eben der Dow Jones, auch hier eine negative Divergenz. Und wir sehen, gestern der VIX gestiegen, wieder immerhin über die 12er-Marke, immer noch sehr tief, gar keine Frage. Aber der VIX, also die Volatilität der Volatilität, ist gestiegen. Gestern relativ deutlich, das wird zu beobachten sein, wie die ganze Geschichte hier weitergeht. Das gilt auch für die Aktienmärkte. Ein bisschen Platz, ich hatte es kürzlich schon gesagt, ist noch, bis wir an diese oberen Trendkanalbegrenzungen sowohl beim S&P 500 als auch bei Nvidia ankommen. Dann wird es sehr, sehr schwierig, die Märkte natürlich extrem stark überkauft. Kommen wir nochmal nach China. Hier sehen wir, die Lagerbestände in der Industrie nehmen weiter zu in China. Weil nobody is buying, weil niemand kauft. Es gibt eine krasse Differenz zwischen der Konsumflaute, die entsteht, weil eben die Immobilienpreise fallen auf der anderen Seite Produktionsboom, das heißt, es wird produziert, aber im Inland wird nicht gekauft, also musste die ganze Geschichte exportieren. Also versucht China, seine Produkte ins Ausland verstärkt, wie die Elektroautos, zu exportieren. Das wird so nicht gelingen. Denn die anderen werden sich hier wehren. Und wir haben heute dann Daten aus Deutschland und der Eurozone zu den Einkaufsmanager-Indizes. Und hier sehen wir ja Gewerbe, Industrie, also ganz, ganz schwach in letzter Zeit. Während die Dienstleister sehr robust waren, wird sich dieser Trend fortsetzen. 9.30 Uhr kommen die Zahlen. Wenn Sie das Video sehen, sind die schon längst raus. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Hinweise. Nvidia, eine Analyse über die Quartalszahlen, erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen, und die zweite und letzte, nochmal zu diesem Fed-Protokoll, die Zinsen bleiben länger oben, was genau die Herrschaften hier meinen und wie sie die Lage einschätzen, in diesem Artikel, also diese beiden Artikel, ich sage jetzt Servus und Ciao.